Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Interview mit Erik Hammer. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir warten noch kurz, bis Erik hier reinkommt und dann starten wir auch schon mit dem Interview. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen, sonnigen Tag gehabt. So, da ist er schon. Wir machen es so, dass ich Erik in dem Sinne ein bisschen interviewe. Wenn ihr zwischendurch Fragen habt an Erik, dann stellt sie gerne. Hallo Erik. Hi Anne, grüß dich. Hi. Super. Ja. Könnt ihr uns gut hören? Ich muss mal gerade gucken. Ja, mein Ton ist gut. Ja. Genau, bei dir, dich höre ich auch. Ja, super. Genau, die anderen auch. Hört ihr uns alle? Genau, ich höre bisher nichts Gegenteiliges. Sehr gut. Technik läuft. Sehr schön, genau. Bevor wir gleich einsteigen, lieber Erik, magst du dich einmal ein bisschen vorstellen und was du so alles machst mit den Hunden? Okay, ja, also ich bin der Erik. Ich bin mittlerweile in Cottbus, in deiner ehemaligen Heimat unterwegs. Ja. Bin hauptberuflich Hundetrainer. Und habe vor einigen Jahren glücklicherweise bei dir die Dogwalker-Ausbildung gemacht. Und im Moment ist es jetzt so, dass ich einfach Menschen mit ihren Hunden unterstütze, dass sie genau das schaffen, was ich damals nicht, beziehungsweise dann erst mit deiner Hilfe geschafft habe, nämlich entspannter mit den Hunden im Alltag unterwegs zu sein. Genau, und du machst es mittlerweile tatsächlich viel online oder fast ausschließlich online, ne? Genau. Also ich bin im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs, jetzt auch zum Beispiel durch Corona, weißt du selbst. Da war das einfach auch notwendig, dass man halt vieles auf online umstellt. Genau. Wir wollen heute über deine Anfänge reden, also so diesen Wechsel. Alle, ja, die das total spannend finden, du warst ja Beamter. Ja, genau. Ich habe vorher tatsächlich mal in die Unterlagen geschaut, die ich von dir habe, um zu gucken, wann war das denn eigentlich? Und da dachte ich so, meine Güte, das ist ja schon elendig lange her. Ich glaube, 2015 kann das sein oder 2014, genau, ne? Genau, du warst 2014, du hast die erste Dogwalker-Ausbildung mitgemacht. Genau. Ja, und zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich noch Beamter. Makeba ist 2013 bei mir eingezogen. Makeba ist eine Ritschbeck-Hündin. Und dann stand ich da mal da mit ganz, ganz großen Problemen und einer Ritschbeck-Hündin und keine Ahnung, wie ich mit diesem Hund irgendwie eine Verbindung herstellen sollte. Genau. Und ich habe, ja, ich weiß gar nicht. Also zu dem Zeitpunkt war ich noch Vollzeitbeamter und hatte eigentlich nie vor, irgendwas großberuflich mit Hunden zu machen. Das muss ich echt auch fairer halber dazu sagen. Sondern das ging dann erst so ein bisschen später los, ja. Ja, und du bist eigentlich über mich gestolpert, weil du, ich glaube, über das positive Training, du bist, glaube ich, über eine Hundetrainerin, ich weiß gar nicht, ob sie noch arbeitet, bist du auf mich aufmerksam geworden und bist tatsächlich zu mir gefahren, ne? Genau. Ja, ich habe irgendwie, ich glaube, über die liebe Susanne bin ich auf dich gekommen. Und ich habe auch irgendwelche Beiträge von dir oder Blogartikel, glaube ich, ganz, ganz viele gelesen. Und das fand ich halt so super spannend, weil ich saß da letzten Endes da und dachte mir so, hey, ich komme mit meinem einen Hund irgendwie so überhaupt nicht klar. Ja, ich check das überhaupt nicht. Ich wusste halt nur ganz, ganz viel, was ich nicht tun wollte. Also halt diese ganzen Sachen, die ich bei so vielen Hundeschulen, wo ich ganz, also davor war, also alles, was so aversiver Quatsch war und hier, na, wenn dein Hund nimmt dich nicht ernst und du musst dich durchsetzen und also Giraffe. Ne? Und darauf hatte ich halt überhaupt gar keine Lust, weil es hat sich für mich irgendwie falsch angefühlt. Ich hatte aber noch keine Ahnung, wie es anders geht. Und dann bin ich irgendwie eben auf dich gekommen und habe dann gesagt, hey, sie macht das jeden Tag mit 15 Hunden gleichzeitig und alles nicht ihre Hunde. Ja, und das sieht irgendwie mega entspannt aus. Ich so, das muss ich wissen, wie das funktioniert. Ja, dann habe ich, glaube ich, so ein Probecoaching oder so ein Coaching-Tag bei dir gemacht. Ne? Und ich zu dir gefahren. Damals, du hast 2 Coaching-Tage gemacht. Ja. Und ich weiß noch, ich hatte den schrecklichen VW-Bus, den die Dani Langer jetzt hat. Und du kamst und der war kaputt, der war in der Werkstatt und es war so chaotisch im Endeffekt. Ja. Und trotzdem haben es alle Hunde super, super gut gemacht. Ja. Ich weiß noch, das war so, wir haben uns in diesem kleinen Park getroffen, kannst du dich erinnern? Ja, da wo du früher gewohnt hattest, direkt um die Ecke. Genau. Ja. Und deine Schwester war auch mit dabei und dann habe ich mit Makeba in diesem Park gewartet und seid ihr gekommen. Ja. Genau, und nach den Coaching-Tagen hast du dich ja im Endeffekt für die Ausbildung entschieden.
War da schon so der Gedanke, du möchtest mit Hunden arbeiten? Oder war das erstmal so, du möchtest eben deine Rittspeckhündin, die Makeba, besser verstehen? Ja, das war also erstmal tatsächlich so, du hast das so, ich glaube, in einem Nebensatz fallen lassen, so quasi als wir fast am Ende unserer Coaching-Tage waren. So, ja, du bist gerade auch dabei, irgendwie deine Ausbildung auf die Beine zu stellen und die startet demnächst. Und das hat dann bei mir irgendwie so Ding, ja, da ist irgendwie was losgerollt dann und ich habe auf der ganzen Heimfahrt von Nürnberg dann wieder nach Hause, ich habe überlegt und gehirnt und gehirnt und ich glaube, da habe ich gedacht, hey, das macht irgendwie so viel Sinn und das hat mir so, also so viele Türen geöffnet einfach, was ich da in diesen 2 Tagen erlebt habe mit Makeba. Und ich habe gedacht, so, wow, ich habe meinen armen Hund echt nicht verstanden. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt machst du Nägel mit Köpfen, dann höre ich mir mal an, was das für eine Ausbildung ist. Und der Rest ist Geschichte, genau. Ja, cool. Okay, wenn ihr Fragen an Erik habt, dann immer her damit. Dann mache ich einfach mit meiner Befragung weiter. Ja, Magst du super. ein bisschen was darüber erzählen, wieso deine Beziehung zu Makeba war vor der Ausbildung? Das war relativ leicht. Das war eigentlich eher so ein bisschen gegeneinander im Sinne von, wir haben so gar keinen Draht zueinander gehabt. Ich habe mir super viel Druck gemacht, weil ja, ich dachte so, Ritschbeck, großer Hund, den musst du irgendwie im Griff haben. Und dann haben halt auch super viele Sachen nicht so gut geklappt, wie ich mir das in meinem optimierten Hirn vorgestellt habe, sondern ich hatte jetzt halt eine Hündin, die mit anderen Hunden mal ein bisschen, ja, also sie war jetzt nicht offensiv aggressiv, aber jetzt halt doch nicht so ganz, nicht ganz so easy peasy und ist halt dann überall hingebrettert und ich hatte halt wirklich einfach keine Ahnung. Ich habe sie auch nicht verstanden und ich habe halt super viel auch persönlich genommen, so wenn halt irgendwelche Sachen nicht geklappt haben und ja, deswegen, das war irgendwie so eine sehr frustrierte Angelegenheit. Und Makeba war oder ist so sensibel, dass die, wenn die merkt, da kommt auch nur ein Fünkchen Druck in die ganze Geschichte rein, die hat komplett zugemacht. Also das heißt dann, also sie hat sich dann versucht, der Situation zu entziehen. Und das war halt so das Letzte, wo ich dachte, boah, mein Hund meidet mich, ja. Ey, nee, das geht nicht, das will ich gar nicht. Also es tat mir furchtbar leid dann. Und ja, das war so der Ausgangspunkt. Ja, das ist halt auch so ein bisschen, also für einen selbst, du hast einen Hund und wenn sie halt dich meidet, das heißt, sie hat noch irgendwie Angst gehabt, Ja, wahrscheinlich, ne, so ein bisschen vor dir. Und ich denke, da kann jeder Hundehalter, jede Hundehalterin sich reinfühlen, wie das ist. Na? Und dann hast du dich ja für meine Ausbildung entschieden. Wie hat sich so dann die Beziehung zu Makeba verändert? ja, es ist, kann ich sag's jetzt einfach, also ich saß da wirklich teilweise mal da, ich habe geheult, weil es mir so leid tat, was ich diesem Hund angetan habe. Also nicht angetan, ich habe jetzt nicht massiv irgendwie aggressive Sachen mit ihr gemacht, aber einfach, weil ich sie so gar nicht verstanden habe und weil ich halt so viel menschlichen Blödsinn in sie reinprojiziert habe, dass es einfach total Mist war. Und ja, also da ging es mir eine Zeit lang, hatte ich daran ein bisschen zu kauen und ich bin sehr happy gewesen, dass sie glücklicherweise da nicht sehr nachtragend war, sondern dann hat man halt echt, also ich habe echt sehr schnell gemerkt, auch mit den Dingen, die ich dann halt bei dir gelernt habe, so wow, das. Da öffnen sich ganz, ganz viele Türen. Und sie war immer offener, da mit mir zusammen was zu machen. Also, dass sie ist dann nicht, früher war es echt so, ich habe quasi den Leckerchenbeutel geholt und Klicker rausgeholt. Makeba ist aufs Sofa gegangen und hat gesagt, so mach deinen Scheiß alleine. Und das hat sich dann sehr, sehr schnell geändert, einfach weil ich halt dann bei dir auch gelernt habe, wie kann ich ihr das beibringen, dass sie das überhaupt, also dass sie auch kooperieren will mit mir. Ja, genau. Ich glaube, ich habe noch alte Videos. Vielleicht gucke ich mal, ob ich die rausfinde. Die stelle ich euch in die Story. Ich muss mal gucken, ob ich was finde. Ich weiß noch, so Marker aufbauen. Ich weiß nämlich, du hast dann auch angefangen, mit Ersatzbeute zu arbeiten, also so mit Fellspielzeugen. Das kennt ihr bestimmt. Und da gibt es so einige ganz nette Videos, wo sie auch steht an Rehen. Ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnerst, wo du so die ersten Erfolge hattest. Also ja, und das ist auch nicht perfekt, aber auch bei mir ist nicht alles perfekt, aber wo man dann schon gesehen hat, wie genial sie im Endeffekt dieses Training eingestiegen ist, ne? Absolut. Und da war sie ja, so muss man dazu sagen, da war sie gerade 1 Jahr alt. Also es Genau, war, aber als war wir Gott sei angefangen Dank, hatten. habe ich noch rechtzeitig die Reißleine gezogen und bin dann so in die richtige Richtung mit ihr abgebogen. Ja, genau. Okay, und jetzt kommen wir ein bisschen zu dir. Jetzt haben wir aber den Hund. Also wenn ihr noch Fragen zu Makeba habt, zu Erik, dann gerne den Chat verwenden. Jetzt kommen wir ein bisschen zu dir. Du hast dann die Ausbildung gemacht. Wann war für dich so der Punkt oder war das eine Entwicklung, dass du gesagt hast,
Du willst weg vom Beamtenjob, das muss man, ne, das muss man einfach mal so sagen, zur Hundebetreuung. Ja. Ich habe das tatsächlich dann sehr schnell nebenbei angefangen, das Ja. Dogwalking. Also ich hatte meine 41-Stunden-Woche als Beamter damals und hatte aber dann gedacht, so, ach komm, für die ganzen Aufgaben bei der Anne in der Ausbildung, ja, da kann ich ja mal gucken, ob ich mal so irgendwie ein, zwei Hunde einfach Ja. so, na, ob ich jemanden finde, der hier mir ja, seinen Hund überlässt. Und das ging dann auch wirklich, also mega schnell. Ich habe damals auch nicht Werbung oder sonst was gemacht. Das hat sich Ja. dann ein bisschen rumgesprochen. Ich hatte zwei, drei Bekannte angesprochen und die so, ach komm, Ja. ich kenne da jemanden, der jemanden sucht. Schwupps, Ja. hatte ich zwei Hunde. Und das habe ich dann so gemacht, dass ich nach der Arbeit, ich habe dann morgens um 6 angefangen, habe dann bis 15:30 gearbeitet, bin dann direkt mit dem Auto losgefahren, habe auf der Heimtour quasi die ersten Hunde eingesammelt, bin dann mit denen spazieren gegangen und habe die nach wieder nach Hause gefahren. Und dann kamen halt irgendwie immer mehr Anfragen und dann kamen immer mehr Anfragen und dann dachte ich mir so, ups, so langsam wird es ein bisschen stressig. Ja, da bin ich morgens um Ja. 6 aus dem Haus und abends um 8 war ich dann irgendwie zu Hause. Mhm. Und dann habe ich das, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte das 1,5 Jahre neben, nee, ein Jahr nebenberuflich gemacht. Und dann habe ich aber gleich gesagt, ein bisschen durchgerechnet und so und Beamtenjob war jetzt so ohnehin nicht das, was mich jetzt wirklich erfüllt hat. Ja, das war irgendwie, es war mal eine Zeit lang cool, was Sicheres zu haben, aber ich dachte mir, nee, das ist es nicht. Und ich bin eh gerne draußen gewesen und es war einfach so mega spannend, dass ich gesagt habe, nee, komm, keine Ahnung, wo es mich hinbringt, aber ich mache das jetzt. Ich meine, Ich es ist glaube, ja ja. schon sehr mutig von dir, ne? Also jetzt auch, es ist ja viel, das, was an mich herangetragen wird, ist ganz häufig, dass sie Angst haben, nicht genug Geld zu verdienen. Und du hast ja im Endeffekt diese sichere Basis von dem festen Gehalt. Du hättest ja dein Leben lang, wärst du ja versorgt gewesen, hast du Ja, aufgegeben ja, im Endeffekt, ne? Für die ja. Hundebetreuung erstmal. Teaser an der Stelle, ich habe es keinen einzigen Tag bereut, noch keine Stunde. Alles sehr Und gut. das, also was, glaube ich, für mich da nochmal eine Hilfe war, ich wusste halt einfach, das kann funktionieren. Ja, ich habe es, ich meine, damals, da, ich meine, du bist Welten woanders, aber ich wusste halt, okay, das kann funktionieren. Und ja, ich hatte die Nachfrage und habe dann einfach auch so ein bisschen geschaut und mal durchgerechnet und dachte, okay, neues Auto kaufen oder größeres Auto kaufen, ja, ein paar Boxen rein. Und die Leute, die ich hatte, die waren mega zufrieden. Und ich hatte dann auch schon sehr, sehr viele Anfragen, so von wegen, ah, machst du es auch ganztags oder kannst du nicht vormittags auch und so. Und deswegen habe ich gesagt, komm, im schlimmsten Fall irgendwo in den Beruf kann ich immer wieder rein. Ja, das ist, was Genau. soll's. Okay, genau. Also ich finde das immer noch super. Ich meine, mir wurde auch gesagt, wie, du machst jetzt nach dem, also ich habe ja mein Abitur abgebrochen und habe Ja. mich dann im Endeffekt selbstständig gemacht. Da wurde mir auch immer gesagt, mach doch erstmal eine Ja. Ausbildung. Und ich habe auch gesagt, nein, möchte ich nicht und kann ich immer noch machen. Und Ja. ich habe es auch nie bereut, ne? Also keinen einzigen Tag. Ich spicke nur immer kurz auf die Fragen, In die damit ich nichts Kommentare. vergesse. Ja. Und wenn ihr noch Fragen an Erik habt, dann nutzt jetzt unbedingt die Chance, ne? Weil ich glaube, es ist dein erstes Live bei Instagram tatsächlich oder warst du vorher So schon mal live? im Interview, ja. Im Interview, aber so alleine schon ab und an, okay. Ich halte sonst Monologe, ja. Kommt mir bekannt vor. Wenn wir jetzt beim Dogwalken bleiben, ich muss dann mal meine Schlafenszeit ausstellen, dann Was, wirklich jetzt gut schon? schlafen. Ja. Es wird angekündigt, dass ich mich jetzt sozusagen fertig machen soll, aber heute nicht. Als du mit den Hunden gearbeitet hast, das Dogwalking, was war so das Schönste für dich an dem Ganzen? Zu sehen, dass es wirklich funktioniert, dass die Hunde Spaß hatten. Also, dass die eine gute Zeit hatten mit mir. Dass die sich also super schnell auch an mir orientiert hatten und vor allem so diese ganzen verschiedenen ja, Personalities, ja, genau, Persönlichkeiten der Hunde. Völlig egal, ob es jetzt ein Boxer war oder irgendwie Ja. aussieht oder, also das. Die ganzen Hunde zu beobachten und einfach auch zu sehen, hey, super, das funktioniert. Ja, also funktionieren hört sich jetzt so blöd an, aber man kommt mit freundlichem Training, das ist völlig cool, man braucht nicht irgendwie andere Sachen. Ne? Also, weil es gibt ja sehr, sehr viele Dogwalkerinnen und Dogwalker, die irgendwie halt anders unterwegs sind, wo dann die Hunde wie so Perlenschnur aufgereiht, keiner darf eine Pfote zu weit nach vorne und ne, das war.
Und dass es halt auch anders geht und dass die Hunde gerne, die haben sich gefreut, wenn ich sie abgeholt habe und die Leute waren happy. Und als die Leute da anfingen oder meine Kundinnen und Kunden, dass die dann anfangen, so, sag mal, was machst du denn eigentlich mit unserem Hund? Der ist ja draußen so aufmerksam. Ich so, okay, cool, freut mich. Ja, das ist Ja, schon das war. genial, oder? Das ist richtig, richtig, richtig cool, wenn die Kunden dann auch echt so kommen und das auch wirklich bemerken an ihrem Hund, ne? Ja. So, hey, du, der kommt ja auch und da guckt er mich immer an und dann hat das letzte Mal vielleicht den Nachbarshund nicht angebellt oder sowas. Und, hey, war Ja, cool, hat Spaß gemacht, ja, das war ist super. genial. Ja, was war so bei der Ausbildung, bei der Dogwalker-Ausbildung für dich so die größten Aha-Momente oder so deine größten Learnings? Was hast du so am meisten noch im Kopf? Ich meine, es ist schon lange her. Ja. Ja, so. Als ich das Ding mit der Konditionierung begriffen habe, ich weiß nicht, wie oft wir das durchgemacht haben, ja, so mit negativer Verstärkung, positiver Verstärkung, als ich das irgendwann mal geschnallt habe, ich glaube, da war Silke noch mit dabei und Franzi und alle. Und da saßen wir, glaube ich, lange da haben wir echt durch die Gegend gebrütet. Also das war so ein Theoriepunkt. Und ich muss auch dazu sagen, in deiner Ausbildung, ich weiß nicht, also das ist ja quasi ein Studium damals schon gewesen. Ne? Ich Das meine, ist du, es immer hat noch sich ein eben, Studium. das hat sich jetzt sicherlich noch weiterentwickelt. Das hat sich, Aber es ist eher mehr geworden, weil Claudi mit an Bord ist und ja, genau. und das war halt damals schon einfach mega, was da an fachlich qualitativ hochwertigem Input kam. Da kann sich jede Firma echt mal eine Scheibe von abschneiden, weil das halt, du hast wirklich, also da war keine Frage offen. Also in der Theorie, keine Frage war offen. Und die Praxistage mit dir, ne? Also wir hatten ja damals noch, ich glaube, ich weiß nicht, so bestimmte Tage, so 10, 14 Tage Praxis musste man Zehn irgendwie Tage machen sind oder immer durfte noch, man machen. genau, ist Genau. immer noch. Und das ist halt mega gewesen. Also da halt nochmal den Transfer und dann mit dir in der Gruppe zu arbeiten. Also das war einfach, das ist mega. Also heute noch. Also gibt es in meinen Augen Ja, jetzt kaum und besseren Praxistransfer. genau, und ich weiß noch, du warst auch irgendwann da, das waren auch Ferienzeiten, und du hast ja Das war Makeba cool. dann dabei, Ja. und dann sind wir auch dazu deine Freundin dabei. Ja, genau. Die Steffi, und dann waren wir zu dritt Ja. mit 16 Hunden unterwegs. Das weiß Ja. ich noch. Ja. Das war cool. Da war Ja. ich richtig platt abends. Genau, also das war richtig, richtig anstrengend. Ich habe das teilweise immer noch, also ich hatte jetzt auch, in den Pfingstferien hatte ich teilweise auch 15 Hunde. Das kommt bei mir dann einfach über die Hundepension, weil dann auf einmal so mehr da sind. Aber daran kann ich mich noch gut erinnern, weil das Ja. war so Highlight, und wir haben die Spaziergänge mit den, oder ich glaube, ich weiß nicht, ob es nur einer war oder mehrere, aber wir haben das so richtig gut hinbekommen, und die Hunde waren so genial, das muss man einfach mal Ja. sagen. Und auch, dass sie sich, also die Hunde generell, ich meine, du und deine Freunde, ihr wart im Endeffekt fremd, und Ja. sie arbeiten so genial auch mit fremden Menschen zusammen. Ja. Na? Und da war es halt auch einfach hilfreich, weil du hast ja die Hundegruppe, die kannten alle ihr Markersignal und so. Und sobald die halt mitgekriegt haben, die Hunde, okay, da sind nochmal zwei Menschen, die machen das ganz ähnlich, ja super. Und Genau. dann war das halt echt relativ zügig, war das toll. Und dann sind ein paar Hunde sind ja dann mit mir mitgelaufen, ein paar sind bei Steffi irgendwie rumgelaufen und bei dir. Und das einfach so zu sehen, wie das funktioniert, also da könnte ich mich stundenlang hinsetzen und beobachten einfach, das war mega Ja, cool. ich weiß schon, das ist super. Ne? Also ich mache das auch im Garten. Jetzt beim Gasteservice finde ich es immer ein bisschen schwierig, sich Ja, gut. aber im Garten kann man das super gut beobachten, wenn die halt dann so interagieren miteinander, wenn die spielen. Und das mache ich immer noch total, total gerne, weil ich finde, man sieht sich da nicht satt. Ne? Nee, das ist besser als jedes Fernsehprogramm Ja, eigentlich. Und ja. das war halt, also muss ich mit dazu sagen, das, was ich bei dir auch mit Körpersprache und Ausdrucksverhalten Ja. gelernt habe, der Hunde. Auch das ist einfach in epischer Breite und natürlich hast du eben dadurch, dass du halt viel auch mitfilmst immer, du hast ja auch eine Menge an körpersprachlichem Material, Ja. was dann immer wieder analysiert wurde und das ist halt was, das hat mir richtig, richtig viel gebracht. Also das ist heute noch einfach mit das Wichtigste, das zu erkennen und dann halt auch richtig zu interpretieren. Ja, genau. Und das ist auch tatsächlich nicht weniger geworden. Du hast ja noch an dem Präsenzlehrgang teilgenommen. Es war 2014 und ich glaube, es war 2015, waren Präsenzlehrgänge, und dann wurde das ja auf online umgestellt. Aber tatsächlich, die Videos sind eher mehr geworden als weniger. Super. Und das liegt auch an den Jahren, ne? Weil es ist ja mit jedem Jahr
Es ist leichter geworden, Videos zu machen. Als ich 2014, ich glaube, weiß nicht, gab es schon Handykameras? Es war noch schwieriger. Ich bin immer mit einer Digitalkamera um den Hals rumgelaufen und mittlerweile habe ich mein Handy und es geht so einfach, Videomaterial zu machen und es ist richtig genial. Und jetzt arbeitest du ja mittlerweile mehr als Hundetrainer. Was hat dir so besonders geholfen? Also, das baut ja irgendwie alles aufeinander auf. Was konntest du mitnehmen, auch als Hundetrainer? Was nicht. Was? Also, was mir, ich glaube, was mir da insgesamt am meisten bringt, ist vor allem auch, dass ich bei dir in der Ausbildung so massiv wirklich gelernt habe, entspannt und gelassen zu bleiben und den Überblick zu behalten. Und das dann halt auch jetzt den Menschen ein Stück weit mitvermitteln kann. Und dann halt auch einfach gelernt habe, was mache ich in stressigen Situationen? Wie gehe ich damit um? Und das ist, glaube ich, wirklich eine zentrale Schlüsselfähigkeit, so gerade wenn man mit Hunden viel macht und man ist draußen unterwegs und dann passiert halt immer mal wieder irgendwas Unvorhergesehenes. Und da dann aber halt wirklich noch nachdenken zu können und da zu sein, das hat mir auch in so vielen anderen Stellen insgesamt halt ganz, ganz viel noch, ja, gebracht und als Trainer letzten Endes natürlich auch ganz viel. Den Überblick zu behalten Ja, ist der immer ist gut. super wichtig, ne? Ja. Auch mit einem Hund. Okay, jetzt sind doch einige online. Habt ihr noch Fragen an Erik? Dann könntet ihr jetzt eure Fragen gerne in den Chat stellen. Nutzt es aus. Wie alt ist die Makeba jetzt? Makeba wird nächste Woche 9. Ja, ist auch schon. Es ist Genau. so alt. Ja, ist Ja, einfach. aber es, Halt ja. schon. Aber sie ist noch fit, ne? Sie ist gut drauf. Ja, total. Also glücklicherweise, natürlich waren es die Tierarztbesuche trotzdem immer wieder ein bisschen mehr, aber gut, solange. Nee, wir sind jetzt extra auch, ich sag mal, ein bisschen extra hier aufs Land gezogen, damit sie auch einfach so Hofleben genießen kann. Und ja, das Ja, ist schon meine cool. Hunde können sich mittlerweile tatsächlich auch nicht mehr beschweren. Ja. Die haben ja mittlerweile einen Garten und tatsächlich haben sie, wenn sie möchten, den Garten auch durchgehend zur Verfügung. Das heißt, die leben auch so, ich finde jetzt so schon, also die haben einen Garten, die sind ganz schnell im Wald draußen und in meinen Augen sind die auch gut versorgt. Paradies, ja. Okay, sonst noch irgendwelche Fragen? Ich muss mal ein bisschen abwarten. Nee, Teilnehmeranfragen nehmen wir leider nicht an. Und das bedeutet immer, wenn ihr eine Teilnehmeranfrage stellt, dass ihr eben live mit eurer Kamera zu sehen seid. Ich glaube, das wollt ihr nicht. Ansonsten könntet ihr jetzt noch Fragen sehr gerne in den Chat stellen, wenn ihr möchtet. Na, Ja. Erik würde sich auch freuen, wenn er ihm folgt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir noch nicht folgt und mir dann eben folgt. Ich glaube, ich muss gerade gucken. Ich glaube, ich habe alle Fragen gestellt, die ich stellen wollte. Magst du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Ja, gerne. Also damals, auch wenn es eine Entscheidung war, die, ich sag mal, doch spontan oder von vielen so ein bisschen so, ey, willst du das wirklich machen? Das kannst du, damit kann man doch kein Geld verdienen. Das war die coolste Entscheidung, die ich damals hätte treffen können, weil ansonsten wäre quasi alles jetzt hinten dran so nicht passiert. Und es war einfach ein mega Stein, der da ins Rollen kam. Und ja, ich glaube, also als ich dann jetzt die Hundetrainerprüfung gemacht habe, ich habe alles quasi gelernt, was ich jetzt bei dir gelernt hatte. Und das ist im Prinzip auch ich sag mal, eine fast schon eine verhaltenstherapeutische Ausbildung. Da kann man quasi, ja, also da fehlt nur noch ein kleiner Schritt Richtung Hundetrainer. Und das ist, glaube ich, auch wirklich notwendig, oben halt als Dogwalker oder Hundesitter, da wirklich auch oben mit dabei zu sein. Das ist schon wichtig. Und da gibt es einfach, weiß nicht, nichts Vergleichbares, Super, auf ich die danke Art und dir. Weise. Genau, und was man noch sagen konnte, als du den Hundetrainer Elva gemacht hast, hattest du noch keine Hundetrainerausbildung, ne? Nee, eben. Das ist ja, Genau. das habe ich quasi mit dem Background-Wissen, was ich aus deiner Ausbildung hatte. Also so umfangreich, da muss man erst mal suchen. Gut, wir wissen ja, welche Trainerausbildung es da gibt, aber so umfangreich gibt es das halt kaum. Also von daher nochmal meinen Hut gezogen. Also du hast mir da wirklich eine Riesentüre aufgemacht. Ich bin super happy, dass ich da damals dann zu dir nach Nürnberg gefahren bin. Auch wahrscheinlich hast du gedacht, was ist das für ein komischer Typ hier? Aber
Es war echt das Beste, was ich da hätte tun können. Ah, super. Ich freue mich total und ich glaube, ganz, ganz viele Hundehalter und Hundehalterinnen freuen sich, dass du diesen Weg gegangen bist und ihnen halt auch jetzt noch zur Seite stehst und ihnen hilfst. Und in meinen Augen, jeder, der die Ausbildung macht, jeder, der das einfach weitergibt auf seine eigene Art und Weise, ist immer so, ich vergleiche das immer mit so einem Stein im Wasser und den Wellen und es zieht einfach Kreise und Wellen. Und das ist so meine, auch meine Vision, um es mal so auszudrücken. Ich möchte das einfach verbreiten. Na? Super Und schön. das ist so mir das Wichtigste von allem. Ja, und das ist wirklich wichtig und immer noch, also es nimmt nicht ab. Ja. Wir Nein. brauchen viele gute Leute, wir brauchen Leute, die da hell im Köpfchen sind und die das Gute für die Hunde und für die Tiere da auch wollen und da wissen, wie es geht. Das ist super wichtig. Ja. Sehr gut, dann hören wir jetzt auf. Ihr findet den Link zu meiner Dogwalker-Ausbildung in meiner Bio, wenn ihr möchtet. Ansonsten schreibt mich einfach kurz an, dann schicke ich ihn euch. Und ich danke euch, dass ihr da wart. Morgen Abend um 20 Uhr bin ich auch noch mal live mit einem Interview. Und ich freue mich drauf. Ich danke dir, Erik, dass du da warst, dass du alles Sehr gerne. verantwortet hast und auch wirklich so ehrlich da warst mit deiner Markeba auch, wie das eben war. Sehr Genau. gerne. Vergib Likes und folgt auch Erik, der freut sich. Super. Ja, und traut euch. Es Genau. ist Annes Ausbildung. Wenn ihr darüber nachdenkt, dann hört jetzt auf nachzudenken. Es ist das Beste, was ihr tun könnt. Super, ich danke dir. Damit hören wir auf und dann wünschen wir Okay. euch einen wunderbaren Abend. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.